Martin Kessler, vor 2 Jahren sah es noch stark nach einer Schwarzgeldkasse aus in der Causa Sportservice. Nun, nach einem aktuellen Bericht der Neuen am Sonntag, sieht alles anders aus. Das Verfahren gegen Sie wurde eingestellt. Was sagen Sie dazu? Ich habe immer gesagt, dass sich dort um keine Schwarzgeldkasse handelt, sondern es war die offizielle Kasse vom Sportservice, bei der eben die Tests abgewickelt wurden und das Geld auch weitergegeben wurde. Um was es da geht, ist, dass die ein oder andere Honorar an einen Helfer direkt übergeben worden ist, ohne dass es in die Buchhaltung eingegangen ist, wo überhaupt niemand zu Schaden gekommen ist und wo scheinbar ein Formalfehler passiert ist, aber wo niemand an Schaden entstanden ist. Also im Prinzip eine Lächerlichkeit. Mir selber geht es genauso gut wie vor 2 Jahren in meinem Gewissen, weil ich weiß, dass alles, was ich gemacht habe, in Ordnung war. Wir haben für den Sport in Vorarlberg unheimlich viel gearbeitet. Und von dem her geht es mir nicht besser oder wie schlechter wie damals. Eben der Bericht der Neuen am Sonntag spricht, wenn man will, von einer ein bisschen schlampigen Buchhaltung, sieht aber die Hauptursache für den ganzen Skandal in Herrn Scheffel und einem Herrn Fenkart von der Vermögensverwaltung des Landes Vorarlberg. War das auch für Sie etwas Neues oder ist dieser Bericht aus Ihrer Sicht keine große Überraschung? Der Bericht ist für mich überhaupt keine Überraschung, weil das, was der Bericht wiedergegeben ist, das ist ja nicht ein Journalist, der eine Geschichte erzählt, sondern das sind ja als knallharte Fakten, die aus dem Polizeiprotokollen herauskommen. Also da ist jedes Wort aus meiner Sicht hundertprozentig richtig. Es waren nicht Schlampereien in der Buchhaltung, es war so, dass, wie ich vorher gesagt habe, dass ganz offizielle Eingänge gewisse Leute eben ganz minimale Beträge direkt bekommen haben. Ich war nicht Geschäftsführer, das war der Herr Scheffel. Ich habe davon gewusst, so wie er selber auch. Jeder hat davon gewusst. Ich zumindest von meiner Person habe da nicht gedacht, dass da irgendwas vielleicht auch zu wenig gedacht, aber ich war für die Finanzen nicht zuständig, das muss ich nochmal sagen. Ich habe diese Kasse auch nicht geführt, ich habe sie nie gesehen, ich habe nie einen Euro rein oder rausgegeben. Von dem her hatte ich direkt mit der Kasse nichts zu tun. Aber ich habe damals gesagt, auch in einer leitenden Funktion war, dass das dort so war. Aber das ist nicht das Problem an diesem Thema, was dort passiert ist aus meiner Sicht. Sondern das Thema ist vielmehr, wie mit dem Ganzen umgegangen ist, dass da ganz bewusst Schuldige gesucht worden sind, die an den Pranger gestellt worden sind, dass da Untersuchungen stattgefunden haben, die keinen, und das stimmt ganz einfach, was in dem Bericht steht, und das finde ich eben wahnsinnig, keine Rechtsstaatlichkeit betreffen. Das ist um 100.000 Euro sind da Untersuchungen gemacht worden, ohne dass mit mir eine Befragung gemacht worden ist, obwohl 8 oder 7 oder 8, ich weiß nicht genau, wie viele andere Personen forensisch befragt worden sind. Also und ich dann dort ein Hausverbot erhalte. Ich weiß heute noch nicht, warum ich ein Hausverbot bekommen habe, weil Anzeige war gegen unbekannt. Also da ist ein Schauspiel inszeniert worden und ein Schuldiger an den Pranger gestellt worden. Und das ist schon etwas, was mich natürlich gestört hat. Sie sagten es selber, Schuldige wurden gesucht. Eine gewisse öffentliche Prangerjustiz gab es auch. Sie sind einer dieser Personen, die hier offensichtlich zu Schaden gekommen sind, schuldlos, wie die Staatsanwaltschaft sagt. Wie werden Sie nun reagieren? Werden Sie selber rechtliche Schritte ergreifen? Ach nein, von dem bin ich weit weg. Ich bin nicht einer, der meine Dinge über die Gerichte ausführen lässt, vor allem solche Dinge. Da sind Sachen passiert, die gehören aufgeklärt. Und ich bin auch der Meinung, ich werde sicher niemanden klagen, weil das überhaupt keinen Sinn hat und weil ich das auch nicht will. Aber was hier gehört, ist einfach, dass die richtige Reihenfolge hergestellt wird und die Wahrheit ans Tag kommt, wie das Ganze war und wie da. Und das ist für mich der Skandal. Bewusst versucht worden ist, einer Person diese Dinge in den Schuh zu schieben und das aus ganz klarem Kalkül, weil der eine hat seinen Geschäftsführerposten verloren, der andere hat ein Problem gehabt, aber das wird dann alles noch herausgekommen in einer anderen Sache. Da hatte jede von denen einen Grund, warum er das macht und das gehört schon besprochen. Was wäre denn aus Ihrer Sicht eine optimale Lösung dieser Angelegenheit? Also für mich ist das Wichtige schon passiert. Mit dem gestrigen Artikel, der mich natürlich sehr gefreut hat, ist zumindest die soziale Rehabilitierung gelungen. Dass die Leute heute, hatte nie die Möglichkeit, in dieser Dimension, wie das gestern gegeben ist, leider irgendwo was zu sagen oder auch mal, dass mich wer eingeladen hätte, entweder der Landeshauptmann, der es zur Chefsache gemacht hat, oder die KPMG, die den Wirtschaftsprüfung gemacht hat. Also genau diese zwei Institutionen, Land, der Chef, der es zur Chef macht, die KPMG, die Prüfung gemacht hat, die von der aus praktisch dann auch alles so weitergegeben worden ist, in den Medien, im Kontrollausschuss. Aber wenn ich denke, da wurde gesagt, dass eine Mitarbeiterin unter Druck gesetzt worden wäre, er hätte mich nur fragen müssen.
müssen. Das ist nie passiert. Die Mitarbeiterin hat das selber vor der Kripo dann auch dazugegeben, dass das nicht war. Das sind Dinge passiert, schlampig ermittelt worden, in dem sind schlampig ermittelt worden, weil man Leuten geglaubt hat. Irgendwoher muss ich bin felsenfest überzeugt, dass ein Landeshauptmann keine Unwahrheit sagt, auch nicht der Landeshauptmann Wallner. Aber irgendwer hat ihn so weit informiert, dass diese Informationen weitergegeben worden sind. Ich kann mir nie und nimmer vorstellen, dass eine KPMG, so ein seriöses Unternehmen, wie ich es halte, genauso wie damals eine solche Untersuchung macht, ein Auftraggeber dahinter steht, dass der auch zahlt und die den Hauptbeschuldigten nicht befragen. Das muss doch einen Grund haben, warum das passiert ist. Und das ist zu klären. Das ist das Einzige, was für mich zu klären ist. Alles andere ist geklärt durch das Gericht, durch alle möglichen Dinge. Da war nichts. Ich meine, die Untersuchung hat 2,5 Jahre gedauert. Das ist ja keine Untersuchung, wo man unter den Tisch kehrt. Das sind Kripo-Beamte, ich bin ja selber befragt worden, die haben wirklich äußerst akribisch und sauber gearbeitet. Da ist wirklich alles bis auf den Grund ermittelt worden und es ist nichts Strafrechtliches vorgelegen. Aber dann gehört zu fragen, und das ist aus moralischer Sicht, finde ich, für ein Land wichtig, wie kann es sein, dass mit einem Kessler-Martin nie gesprochen worden ist und wer hat veranlasst, dass der Landeshauptmann zu solchen Informationen kommt, die er weitergegeben hat, und wie kann es sein, dass er KPMG, ein seriöses Unternehmen, wo es einen Auftraggeber gibt, eine Untersuchung zu ermitteln, den Hauptbeschuldigten nicht befragt. Das finde ich sehr, sehr interessant und auch wegweisend für die Zukunft in unserem Rechtsstaat.